So, können wir einfach so drauf. Und da hatten wir schon wieder einen Lag. Hm, mal schauen. Okay. Gut. Einfacher als gedacht. Wen haben wir denn da? Signore... Das ist Wachtmeister Anton Zellner. Signore Zellner. Ich habe von Ihren Heldentaten in den Bergen gehört. Willkommen auf der MS Lydia. Danke. Ich wusste nicht, dass Sie mit auf große Fahrt kommen, aber ich freue mich. Ich lasse Ihnen sofort eine schöne Kabine fertig machen. Der Wachtmeister wird uns nicht begleiten. Er hat andere Verpflichtungen. Oh, das ist aber schade. Ich hätte so gerne aus erster Hand von Ihren Abenteuern gehört. Ich würde gerne Ihr Angebot annehmen. Leider verhindern das höhere Mächte. Zu bedauerlich. Wir sind bei weitem nicht ausgebucht und hätten mehr als genug Platz für einen weiteren Passagier. Der Wachtmeister will sich sicherlich nur kurz an Bord umsehen und verlässt uns, bevor wir in See stechen. Wann wird das in etwa sein? Och, so ungefähr in 15 Minuten. Sie haben es gehört, Herr Wachtmeister. Tja, dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt 15 Minuten lang genau so stehen hier. Nein, natürlich nicht. Dürfte ich fragen, wie ich zum Frachtraum komme? Oh, es gibt schönere Orte hier an Bord. Ich bin aber am Frachtraum interessiert. Wieso das? Eine der Reisetruhen erscheint mir verdächtig. Jemand könnte sich darin versteckt haben. Sie wollen andeuten, dass sich der genialste und vermutlich reichste Einbrecher Europas in einer Kleidertruhe versteckt, um als blinder Passagier an Bord zu kommen? Das ist nun wirklich nicht sein Stil. Deswegen ist es ja auch so unwahrscheinlich, dass er dahinter steckt. Und wahrscheinlicher, dass wir es mit einem Trittbrettfahrer zu tun haben. Und zum Stil des Trittbrettfahrers könnte es gehören, alles zu tun, was nötig ist. Zum Beispiel sich in Reisetruhen zu verstecken, wenn man sein Ticket verloren hat. Ach, kommen Sie. Ohne die Hintergründe zu kennen. Ein angemeldeter Gast würde auch ohne Ticket problemlos an Bord kommen können. Aha, das ist doch interessant, nicht wahr? Und zum Thema Ticket verloren habe ich mich ja schon geäußert. Das war kein Verlust, das war definitiv fallen gelassen. Wie meinen Sie das? Man kann eine Fahrt auf der Lydia nicht am Schalter kaufen. Man bucht die Reise im Voraus und sind daher alle Passagiere namentlich bekannt. Solange ein Gast auf der Passagierliste steht, lassen wir ihn mitfahren. Egal, ob er sein Ticket vorzeigen kann oder nicht. Hatte einer der Gäste kein Ticket? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir fragen nach dem Namen und gleichen ihn mit der Liste ab. Das Ticket ist kaum mehr als ein Andenken für die Passagiere. So viel zu Ihrer Kistentheorie. Ich würde trotz allem jetzt gerne den Frachtraum untersuchen. Also gut, von mir aus. Aber in 10 Minuten sehen wir uns hier wieder. Kapitän Di Conti, ich würde gerne noch 2 eilige Telegramme aufgeben, bevor wir abfahren. Gewiss, Inspektor. Sie finden den Transportraum dort hinten. Durch eine Tür auf dem Vorderdeck könnten Sie ihn betreten. 5 Minuten bevor wir abfahren, wird das Horn 2-mal ertönen. Das ist das Signal für alle Hafenarbeiter, das Schiff zu verlassen. In Ordnung. Kommen Sie bitte mit mir auf die Brücke. Von dort aus können Sie telegrafieren. Ich fand da hinten das Fischdeck sehr schön. Mir schwimmen die Felle davon. Ich muss im Frachtraum etwas finden. Sonst ist meine Kreuzfahrt vorbei, bevor sie begonnen hat. Ja, schauen wir doch mal nach. Aber ich muss ja sagen, sehr sicher ist die Methode auch nicht mit dem Namen. Oh Mann. Okay. Hier haben wir das Cabrio von Miss Meyer. Und viel mehr. Das ist das Cabriolet der jungen Frau. Anscheinend musste es unbedingt mit nach Ägypten. Und Daddy darf mehr zahlen. Sehen wir auf den ersten Blick, glaube ich, auch nicht unbedingt. Genau, hier hinten geht es ins Dunkel, das dachte ich mir schon. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Sehr schön. Das könnte uns nützlich werden, würde ich sagen. Wollen wir jetzt vielleicht mal ins Dunkel hintergehen, dass jetzt gar nicht mehr so dunkel ist, weil wir jetzt Licht machen können? Okay. Was ist das? Fragil, habe ich schon mal gelesen, mehr aber auch nicht. So, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil man hier mit der Maus irgendwie ihn dazu kriegen muss, in die richtige Richtung sich zu drehen.
Hier hinten war was. Geh mal kurz. Warte, halt, halt, halt. Gehen wir mal hier hin. Die Truhe können wir auf jeden Fall angehen. Die Truhe. Hallo, kommen Sie da raus? Das Spiel ist aus. Ich werde jetzt die Truhe öffnen. Leer. Komplett leer. Hallo? Das heißt, da muss vorher was drin gewesen sein. So, willst du jetzt wirklich gucken gehen? Du hast nichts dabei, mein Freund. Willst du nicht erstmal hier bleiben? Hey, wir haben ein Opel-Glas, aber das bringt uns auch nichts. Gut, schauen wir mal. Aber die Musik ist noch freundlich. Das könnte ja ein positives Zeichen sein. Was machst du, Typ? Jetzt. Hier, Scherben. Aha, Scherben, wovon denn? Die Scherben sind... Puh, ich bin einfach zu schreckhaft. Wer war das denn? Das war niemand, den wir vorher gesehen haben, oder? Schuss. Gut, wir brauchen nichts zu sagen, es ist sowieso sinnlos. Okay. Wir sind festgemacht worden hier direkt im Frachtraum und ich glaube, das Schiff ist bereits abgefahren, wenn ich mir die Motorengeräusche so anhöre. Tja, die Frage ist, wer war das? Das war niemand von den Gästen. Also zumindest habe ich niemanden erkannt darin. Gut, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir uns irgendwie befreien können. Im Inventar haben wir mal wieder nur noch das Portemonnaie. Natürlich, was sonst? So, versuchen wir erstmal hier hinten irgendwo dran zu ziehen. Wir haben ja nicht allzu großen Bewegungsradius. Kommen wir da ran? Ja, schlecht. Ich meine Scheiße rausgehört zu haben, du böser Wicht. So, was bringt uns das Tuch denn? Achso, wir können vielleicht... Okay. Ein Flacheisen. Können wir das mit der Kiste benutzen? Ich weiß zwar nicht, wie du das... Ah, okay. Der Mann ist ziemlich geschickt, muss ich mal so sagen. So, bringt uns das denn irgendwie weiter? Hier vielleicht die Kransteuerung? Kommen wir da ran? Nee, Mist. Ja, sag ich doch scheiße. Gut, an das Messer kommen wir auch gar nicht mehr ran. Gut, dann müssen wir mal schauen hier. Scheuere die Fesseln an der Säge durch. Natürlich, lassen wir uns jetzt erstmal mit dem Kopf voran in die Kiste voller Sägen fallen. Das ist eine sehr gute Idee. Oder, ach so, du willst die Füße. Ach so, ah ja. Nee, klar. Aber wenn er meint... So, dann solltest du doch jetzt eigentlich aufstehen können, oder? Oder so, wenn du meinst. Ich würde zwar denken, dass du einfach den Stuhl so loswerden könntest, aber wenn du denkst, dass du das auch noch irgendwie aufmachen musst, sehr gern. Willst du dich jetzt da dranhängen? Hallo? Irgendwas? Wirklich? Okay. Ja? Autsch! Okay. Verdammte! Das war eine seltsame Art, sich zu befreien, sagen wir es mal so. Davon wird am besten niemals jemand erfahren. Also an das Outfit vom Herrn Zellner habe ich mich noch nicht so recht gewöhnt, muss ich sagen. Jetzt will ich erstmal, ich sehe schon hier vorne liegt schon das Eisen rum, mit dem wir wahrscheinlich niedergestreckt wurden. Ich will aber erstmal gucken, ob wir die Kiste vielleicht nochmal untersuchen können. Sieht nicht so aus, okay. Das ist auch nicht die Kiste, oder?
Ich kann einen Gang erahnen. Aber man erkennt keine Details. Die Scheibe ist schmutzig und im Gang. So können wir vielleicht noch irgendwas anderes. Das Messer wäre doch ganz schön. So im Fall der Fälle, falls wir wieder mal angegriffen werden. Gut, das war jetzt nicht so überraschend. Da tut sich gar nichts. Die Tür scheint von der anderen Seite verriegelt zu sein. Gut, dann werden wir erstmal von schauen, ob wir da nicht irgendwelche Beweise sichern können. Im Auto nicht, aber das Rohr. An der Stange kleben etwas Blut und einige Haare. Total. Um die Haare tut es mir besonders leid. Du musst auf jedes Haar Acht geben, mein Freund. So, steck ein. Steck ein. Ja. Ich fasse sie auf der Seite mit den Blutspritzern an. Wer das Opfer ist, wissen wir ja schon. Gut, haben wir... Okay, wir können auch gar nichts... Er nimmt es wirklich direkt in die Hand und fertig. Gut, dann gehen wir mal einfach die Treppe hoch. Ich glaube, hier hinten wird nichts mehr sein. Schauen wir doch mal. Haben wir hier mehr Glück? Wer immer die Tür verschlossen hat, ist kräftiger als ich. Der Typ hat sich gerade dieses Rohr, von dem er wahrscheinlich Fingerabdrücke abnehmen will, unter den Arm geklemmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist. Also, ob man da nicht vielleicht doch etwas verwischen könnte. Aber naja, was ist? Probieren wir es einfach nochmal. Gut. Ja, wissen wir bereits. Wer immer die Tür verschlossen hat. Da müssen wir hier unten also doch noch irgendwas hin. Die Zelle. Was ist das denn für eine Zelle? Eine Arrestzelle für Crewmitglieder. Oder vielleicht auch für randalierte Passagiere. Sieht schon etwas merkwürdig aus, muss ich mal so sagen. Gut, wir können uns die Spinte anschauen. Stühle. Mein Stuhl ist das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Ich habe da hinten in der Ecke schon lange genug gesessen. Oh, du Ärmster. Okay, eine Kiste mit einem Einschussloch. Ja, wir haben ja auch einen Schuss gehört, dass wir aufgewacht sind. Wer immer da geschossen hat, hat diese Kiste getroffen. Die erste Frage lautet, wollte er sie treffen? Und die zweite Frage, ja, warum? Dann schau dir doch mal an, was das für eine Kiste ist. Eventuell wollte mich der Schütze einschüchtern. Eine viel effektvollere Warnung kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre natürlich eine Idee. Vielleicht wollte er dich auch einfach aufwachen lassen. Ich weiß es nicht so richtig. Huch. Es ist zu so dunkel, um im Loch etwas zu erkennen. Ich sollte mir das später genauer ansehen. Kollege? Wo bist du? Was ist jetzt los? Ah! Der Frachtraum scheint auch als Umkleide für die Besatzung zu dienen. Zumindest für den Teil, der seine Arbeit nicht in weißen Anzügen angeht. Das war etwas seltsam. Sagen wir es mal so. Gut, haben wir jetzt also auch noch ein Einschussloch entdeckt. Wir haben entdeckt, dass wir unsichtbar werden können. Treppe brauchen wir doch immer noch nicht hochgehen eigentlich. Wir haben auch sonst nichts dabei außer dem Metallrohr. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwie... Doch, wir könnten... Moment, geh mal nach oben. Hier vorne ist ja sowieso zugesperrt von der anderen Seite, aber hier ist es nur die Kraft, die ihm fehlt. Vielleicht können wir da das Rohr benutzen, um die Tür aufzuhebeln. Das scheint zu funktionieren. Auch wenn ich nicht weiß, wo er da angesetzt hat, aber egal. Hat funktioniert, wir kommen raus. Ich sollte vorsichtig sein. Vielleicht ist der Revolverheld noch in der Nähe.